ist einfach das Schlimmste, was hätte passieren können. Der Drucker ist kaputt, niemand weiß, was das Problem ist, nicht mal Roland selbst. Der Techniker kommt irgendwie erst in einer Woche, schrägstrich auch dann ist noch nicht mal klar, ob der irgendwie noch ein Ersatzteil braucht und dann nochmal eine Woche später irgendwann wiederkommt. Keiner kann mir sagen, wann der Roland wieder einsatzfähig ist und ich habe noch super viel in Hamburg zu tun. Da ist auch die Halle noch nicht übergeben. Das heißt, ich muss jetzt echt Problem A erstmal zur Seite schieben, weil ich hier gerade total machtlos bin und mich um den Rest kümmern, dass der glatt über die Bühne geht, um dann quasi mich wieder dem Drucker zu widmen, dass der irgendwann wieder einsatzfähig ist. Was der ganze Scheiß kosten soll, das ist dann erstmal noch Punkt 2. Das kann mir natürlich auch keiner sagen, wenn keiner weiß, woran es liegt. Es ist eine absolute Vollkatastrophe, Leute. Drückt mir unbedingt die Daumen, fiebert mit, dass das Ding ganz, ganz schnell wieder einsatzfähig ist. Ich irgendeinen Techniker noch finde, der mir sagen kann, woran es liegt. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich erstmal in Hamburg wieder, um den Rest noch des Umzugs zu stemmen. Und dann gucken wir mal, wie es da weiterläuft an der Druckerfront, wa? So, ihr Lieben, wir sind zurück in der Halle. Es ist jetzt, mal kurz gucken, ist es schon um 12? Ja, es ist 12 Uhr nachts und wir haben jetzt die Hebebühne gerade schon in diesen wunderschönen Kastenwagen gepackt. Und ich bin total im Arsch, wie ihr seht. Also so langsam hänge ich ganz schön durch. Der liebe Rüdiger ist jetzt dran, deswegen habe ich euch natürlich direkt wieder zugeschalten, weil jetzt ist natürlich hier das Highlight des überhaupt des ganzen Transportes. Und ja, wir gucken uns mal an, wie das läuft, weil es war gerade schon ziemlich eng, mit dieser Hebebühne hier reinzukommen. Und vor allem ganz schöner Kraft an. Die Teile sind parat, der Weg ist geebnet, der Rüdiger kann kommen. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding hier auch noch reinpasst. Kevin ist gerade schon fleißig am Messen. Wie sieht es denn aus? Sehr gut, sagt er. Sehr gut. Dann gucken wir doch mal, ob das auch sehr gut läuft, wenn wir den hier einladen wollen. Ich bin gespannt. Ich stelle euch mal hier ab. Leute, habt noch eine bessere Position. Hier stelle ich euch ab. Tollkühler Plan. So Leute, ob das was wird? Also das waren jetzt ein paar anstrengende Tage, ist mittlerweile unsere, oh, ihr habt wahrscheinlich mehr mitgezählt als ich kann schon gar nicht mehr zählen. Ihr wisst ja, wie oft ich mittlerweile hoch und runter gefahren bin, habt ihr ja hier im Video bisher gesehen. Morgen geht es nochmal runter und wir wollten uns eigentlich ersparen, dann nochmal mit dem Transporter fahren zu müssen. Das ist uns wahrscheinlich jetzt geglückt, weil wir den Rüdiger und die Hebebühne in ein Vehikel gekriegt haben, das war noch so ein bisschen unklar. Und jetzt wird noch der ganze andere Bums reingefüllt, wir haben auch noch 5 Kartons von der Küche zu Hause, weil wir auch noch privat umziehen. Naja, wir gucken uns das mal an. Morgen geht's weiter, dann nehme ich euch wieder mit hin. Das heißt, mit einem Fingerschnipp sehen wir uns morgen wieder. So, und da ist es auch schon am nächsten Morgen. Ihr seht, ich bin hier schon wieder im Transporter. Jetzt ist es meine undankbare Aufgabe, die ganzen unförmigen Trabantteile hier irgendwie ladungssicherungsmäßig zu befestigen. Schauen wir mal, wie das wird. Lässt sich leider nicht so geil stapeln wie die ganzen Kartons, aber gucken wir mal. Ich denke, das kriegen wir hin, oder Kevin? Sehr gut, Kevin ist voller Dinge. Ich lege dann mal los und nehme euch mal mit. Thank you.
Man lerne erst einen Spanngurt festmachen, dann den nächsten, dann den dritten, bevor du dir den dritten mit dem ersten Gebiss festzuhst und dann nicht mehr richtig straff ziehen kannst. Learning of the day. Es ist aber auch eng hier unten. Scheiße, ich bringe mir gleich einen Arm. Scheiße. Und cool. Ich komme hier einfach nicht ran. Scheiße, Alter, geht mir das auf den Sack. Eine Minute, 37 Sekunden später. Irgendwann später. Eine Ewigkeit später. So Leute, das letzte Teil ist befestigt. Ladungssicherung à la Maike. Du kannst ja mal ganz kurz reden. Ich habe ungefähr 20 Milliarden Spannworte benutzt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, übelst einen Schiss habe, dass uns hier irgendwas wegkracht. Ich kann natürlich an dem Trabant auch nicht ganz so doll reißen, weil es natürlich die Karosse so ein bisschen vollzieht. Deswegen habe ich versucht, hier Sachen vollzustopfen, Sachen zwischenzustopfen, Tücher, Handtücher und all so Sachen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das alles heile bleibt. Kevin darf den Transporter mit einer 80 nach Leipzig fahren. Wie lange brauchen wir da ungefähr? 6 Stunden? 5? Okay, naja, auf jeden Fall wird das noch eine lustige Fahrt. Dann sind wir quasi wieder in Leipzig unten und das ist übrigens nicht so wie wir dachten, die letzte Fuhre. Wir haben jetzt entschieden, das nicht ganz so voll zu packen, einfach auch wegen dem Gewicht. Und machen dann morgen nochmal eine Fuhre. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal her und nochmal zurück. Oh, dann haben wir es hoffentlich endlich geschafft. Wir sehen uns gleich in Leipzig wieder. Da sind wir schon wieder in Leipzig, auch wenn das doch immer nur so schnell gehen würde, wie es hier im Video der Fall ist. Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt gefahren, 4 Stunden stecken mir ganz schön in den Knochen. Kevin hat gerade schon mal den Transpo aufgemacht und gucken wir doch mal, ob was kaputt gegangen ist. Und? Klapper, zwaggelt, hat Luft. Oh, ich bin schon ein bisschen nach hinten. Da scheint uns ein bisschen was vom Tank ausgelaufen zu sein. Sieht immer noch chaotisch aus, war aber vorher auch schon chaotisch. Also ich glaube, es hat alles überlebt. Wir räumen das Ding mal aus, packen dann endlich den Rüdiger an seinen finalen Bestimmungsort und ja, dann geht's hier weiter. Der Drucker ist auch noch nicht an Start, ne? Also da war ja gestern so ein kleiner Tintenfehler. Ich habe noch keine Informationen vom Techniker. Ihr merkt, ich fange auch schon wieder an zu sechseln. Ah, was sagt denn der so? Immer noch. Also immer noch Ink System Error. Leute, wir haben es geschafft. Es ist die vorletzte Fuhre. Die wichtigsten Sachen sind jetzt tatsächlich hier schon in Leipzig angekommen. Jetzt kommen nur noch irgendwelcher Krimskrams und Müll und morgen noch Übergabe sowohl von der Wohnung als auch natürlich von der Halle. Und dann sind wir offiziell aus Hamburg raus. Die letzte Fahrt aus Hamburg raus zeige ich euch natürlich gleich noch. So ihr Lieben,
Ihr hört's, der Ton und die Akustik haben sich verändert. Es ist jetzt hier alles raus tatsächlich. Die Halle ist so gut wie besenrein. Ich muss jetzt hier die blöden Paletten noch rüber schaffen, die unser lieber Nachbar uns geliehen hat, damit wir quasi die Geräte transportieren können. Und ich mache hier erstmal weiter und dann sehen wir uns in Leipzig. Ich bin schon wieder in der Halle. Ihr seht's, das sieht noch ganz schön wüst aus. Ich habe auch echt kein Auge zugetan. Heute kommt der Techniker aus Hamburg und guckt sich extra in Leipzig hier meinen Roland an. Ich bin total frohen Mutes, dass das klappt. Sag euch schon mal ganz, ganz lieben Dank da draußen für die lieben Worte, für den Support und ja, das ganz kräftige Daumen drücken. Ich hoffe, das funktioniert und wir kriegen es heute einfach wieder zum Laufen, das Gerät. Und ja, ihr merkt, meine Stimmung ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir gucken mal, ob das was bringt. Und ja, dass es halt auch einfach nicht so teuer wird, ne? Weil es ist ja aktuell echt noch nicht klar, was es ist. Und ja, dann schauen wir mal. Ich schiele schon mal so ein bisschen rüber. Der Techniker kommt gleich. We will see. Der Drucker druckt wieder. Ich freue mich übelst. Oh Gott, ich könnte ja gerade einen Handstand machen, den ich nicht kann übrigens. Oh, ich bin total glücklich, ohne Scheiß. Mein Techniker ist jetzt extra heute noch aus Hamburg runtergekommen nach Leipzig und hat sich das Problem angeguckt. Es lag daran, dass die Ventile hinten nicht richtig gezogen haben bei der Initialisierung. Also man schaltet das Gerät ein und dann laufen eigentlich die Main-Tanks, die großen Tintentanks, runter in die Sub-Tanks und dann werden die Leitungen nach und nach gefüllt. Und da haben die Ventile nicht richtig funktioniert, die haben sich nicht richtig ansteuern lassen. Das musste er jetzt quasi im Service-Modus so ein bisschen provozieren, dass das passiert. Und dann läuft es auch wieder, aber das konnte ich natürlich nicht machen und der Fehler war auch ihm tatsächlich unbekannt, aber das geschulte Auge sieht natürlich, wenn man hinten irgendwie auf die Technik guckt, was man hier sehen kann, dass die Ventile da irgendwie nicht reagieren. Das ist ihm aufgefallen, hat er direkt behoben. Das war jetzt eine Sache von einer halben Stunde, also ich bin tierisch glücklich, dass er auch so schnell Zeit für mich hatte. Also riesen, riesen Dank an der Stelle, dass es jetzt wieder läuft. Ich damit voll in der Zeit für meine Aufträge liege. Also Gott sei Dank, diese 3 Tage Karenz, die ich eingerechnet habe, sind damit natürlich jetzt um. Aber es läuft alles und ich kann direkt wieder losdrucken. Also die nächsten Projekte können kommen und sind natürlich auch schon da. Und ja, ihr seht, ich bin einfach total erleichtert und danke euch da draußen ganz, ganz sehr fürs Mitfiebern und Daumen drücken und die tolle Resonanz, die auch von euch kam. Und oh ja, also es ist unheimlich toll, was ihr für eine Community seid und dass ihr da so hinter uns steht. Und das hat mich auch ein bisschen gestärkt, auch in meiner Verzweiflung, wo ich noch nicht wusste, was jetzt hier nun ist. Und irgendwie hat es ja auch anscheinend ein bisschen Glück gebracht. Also vielen, vielen Dank für euren Support da draußen. Und dann seht ihr quasi in den nächsten Videos bei uns hier auf dem Channel, was so abgeht in der neuen Halle, wie wir das einrichten und vor allen Dingen auch das erste neue Projekt, weil wir haben hier einen Porsche Targa, wir haben einen Audi e-tron, es geht schon wieder richtig heiß zur Sache in den nächsten Wochen und ja, abgefahren. Natürlich haben wir aber auch noch ein paar Projekte gedreht in der alten Halle, die werde ich hier auch sukzessive zwischenschalten, also wundert euch nicht. Ich will euch natürlich nichts vorenthalten, auch das waren richtig geile Projekte. Ja, ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, euch schon bei den nächsten Videos zu sehen und sage jetzt schon mal Tschüss und bis bald. Und ach ja, ich mache jetzt erstmal Wochenende. Bis dann!